Und könnt ihr es auch kaum erwarten, so wie ich? Jetzt ratet mal, was der gute M4 so in seine Finger bekommen hat. Ich meine, klar, wer das letzte Video angesehen hat, hat die Ankündigung selbstverständlich nicht verpasst. Und wer den Titel aufmerksam gelesen hat, der wird wohl auch wissen, worum es hier in diesem Video geht. Aber... Oh mein Gott. Nani? Das könnte ich als Thumbnail nehmen. Die R9 Fury X, AMDs Geheimwaffe gegen die damalige 89 Ti. HBM-Speicher, 4096-Bit-Speicheranbindung. Aber 4 GB. Reicht das heute in 2020 und lässt die Fury X die Gammel 89 Ti von euch GeForce-Fanatikern alt aussehen heutzutage? Denn wie wir wissen, werden AMD-Karten mit jedem Update ihres Treibers stärker und schneller und schneller. Doch reicht eine Fury X 2020 für 1440p Gaming oder gar 4K? Das und mehr beantworten wir nach dem Intro. Zur Fury X gibt es im Prinzip nichts weiter zu sagen, da wir dessen Nachfolger, die Vega 64, ja bereits gereviewt haben. Im Prinzip handelt es sich bei der Fury X also um eine abgespeckte Version der Vega 64. Die einzigen Unterschiede dazu sind der etwas modifizierte Chip, der auf der Vega 64 Platz nimmt, die leider Gottes viel zu klein geratenen 4 GB Arbeitsspeicher, welche die Fury X besitzt, im Gegenzug zu den 8 GB auf der Vega 64, jedoch den doppelten Speicherbus, nämlich 4096-Bit Speicheranbindung. Das ist krass, das gab es erst wieder bei der Radeon 7. Sehr viel mehr ist zur Fury X leider nicht zu sagen. Wer sich jedoch zur Vega-Architektur informieren möchte, der möge bitte das Review zur Vega 64 ansehen, hier oben oder da oben in der Infokarte. So, wir wollen keine Zeit verlieren und uns selbstverständlich ansehen, ob die Fury X 2020 noch ein würdiger Kaufkandidat ist. Los geht's mit den Benchmarks! Für unsere Strategiefreunde hier Anno 1800, da ich denke, dass das kommende Age of Empires 4 ähnliche Hardware-Anforderungen haben wird. Die Fury X schlägt sich nach all den Jahren hervorragend und bietet selbst für 1440p noch genügend Saft, kann jedoch weder mit seinem Nachfolger der Vega 64 noch mit seinem direkten Konkurrenten 89 Ti mithalten. Falls ihr euch jetzt fragen solltet, wo der CSGO-Benchmark der Fury ist, tja, genau da, wo auch die 2080 Ti ist, nicht auf dieser Liste. Ich möchte hiermit offiziell CSGO als Benchmark in den Ruhestand schicken, da es einfach ein E-Sports-Game ist und ihr es auf dem Display eurer verdammten Mikrowelle flüssig spielen könnt. Nicht weinen. Ja, die Fury X macht in GTA 5 genau das, was die Vega 64 später im Test mit Battlefield anstellen wird. Aus diesem Grund tanzt sie hier völlig aus der Reihe, Treiberoptimierung sei Dank. Die 5 Jahre alte Karte erreicht die Power einer 1080 GTX, nur die Ti-Version ist hier noch schneller. Jedoch ist GTA 5 wie so oft eine Ausnahme. In Crysis 3 sehen wir das andere Extrem, nämlich wenn Treiberoptimierungen für eine so spezielle Karte fehlen. Sowohl die Vega als auch die Fury erreichen in 4K zwar knappe 50 FPS, was gut ist, jedoch erreicht die nochmal so alte 87 Ti ähnliche Werte. Oh Gott, was habe ich mich auf diesen Benchmark gefreut. Nachdem die Vega 64 selbst den Staub einer 1080 Ti inhaliert hat, konnte ich es kaum erwarten, die Fury auf Battlefield loszulassen. Nur um kurz darauf ernüchtert zu werden. Die Fury X erreicht zwar wieder bis 1440p gute Werte, jedoch muss es sich sowohl der 1080 Ti als auch der 89 Ti geschlagen geben. In den neueren Games positioniert sie sich endgültig dort, wo man sie vermutet, nämlich knapp hinter einer 89 Ti. Jedoch darf man nicht vergessen, dass die 89 Ti, welche ich für die Benchmarks verwende, eine hochgezüchtete Super Jetstream von Pellet ist. Somit könnten theoretisch eine Founders Edition und die Fury auf demselben Niveau sein.
Vergleicht man die Standardversion, hier zum Beispiel der 87 Ti, mit der übertakteten Version, könnte der Kampf zwischen 89 Ti und einer Fury X theoretisch auch unentschieden ausfallen. In RDR2 überraschte Fury jedoch nochmal. Ich denke, es hat mit dem verdammt schnellen HBM-Speicher zu tun, positioniert sich die Fury X vor einem 89 Ti, wenn auch nur knapp. Kleine Info am Rande, es war eine wahre Qual, 4K mit hohen Einstellungen in Red Dead Redemption 2 einzustellen, da die 4 GB der Karte relativ bald aufgebraucht waren. Ich empfehle keinem, das Spiel so zu starten, geschweige denn es zu spielen. Ich wollte nur zeigen, dass es möglich ist. Zu Firestrike möchte ich noch etwas sagen. Viele behaupten, es sei zwecklos und absolut unnötig, einen synthetischen Benchmark zu verwenden, da dieser keinem Spiel entspricht, in dem so vieles mehr passiert, als bloße Pixel zu berechnen. Ich denke da ein wenig anders. Ein solcher Benchmark zeigt, wozu die Karte tatsächlich fähig ist. Was man dann mit Treiber oder Spieleoptimierung aus gewissen Karten noch zusätzlich rausholen kann, ist eine ganz andere Sache. Wie man also hier in Firestrike samt Extreme- und Ultra-Einstellungen sehen kann, positioniert sich die Fury X genau dort, wo sie die meiste Zeit auch in den gebenchten Spielen war, nämlich knapp unterhalb einer 89 Ti. So, nun Trommelwirbel brumm für das große Finale, und zwar den Preis-Update. Dank Nvidias Ankündigung seiner Ampere-Karten, Mann, bin ich gespannt, sind sämtliche Nvidia-Kartenpreise in den Keller gerutscht. 2080 Ti's kosten plötzlich statt 1000 nur noch 500 Euro und so ist auch der Durchschnittspreis der 1080 Ti gefallen. 89 Ti's bekommt man regelrecht nachgeschmissen. Jedoch, die Fury X, da sie nicht allzu oft produziert wurde, ist zu einer Sammelkarte geworden und kostet im Schnitt exorbitante 450 Euro. Was da los, ey? Ja, die Fury X ist eine besondere Karte. Ja, die Fury X ist heute noch verdammt teuer. Ja, die Fury X hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Einfach nur, weil es AMDs erster Schritt in eine andere Richtung war. Ich finde es toll, wenn Hardwarehersteller einmal einen unkonventionellen Weg gehen, um etwas Neues auszuprobieren und zu sehen, ob denn das funktionieren würde. Und wie wir sehen, gibt es bereits drei Modelle mit HBM-Speicher, welche von Generation zu Generation immer interessanter werden. Jedoch möchte ich etwas sagen. Das weiß vielleicht kaum jemand, jedoch hat Nvidia auch eine Grafikkarte mit HBM-Speicher, und zwar die Titan V. Die ist jedoch noch seltener als eine Fury X. Ihr seht ja, wie teuer die Teile mittlerweile sind. Und so schweineteuer, dass es sich eigentlich kaum jemand leisten kann. Ich glaube, gebrauchte Modelle, denn sie wird ja auch nicht mehr produziert, kosten über 4000 Euro. Also nicht wirklich zu empfehlen. Bleibt also ein abschließendes Fazit zu ziehen. Ist die Fury X in 2020 noch für irgendjemanden interessant? Für Gamer wahrscheinlich nicht. Sie ist viel zu teuer und kann viel zu wenig. Für Sammler durchaus. Fury X ist eine Wertanlage. Die Karten wurden nicht so oft produziert, sehen aber verdammt geil aus durch ihre Miniaturform samt diesen gewaltigen Wasserkühler, der da angebaut ist. Sieht hammermäßig aus und in sehr guten Zuständen plus OVP und so weiter und so fort Zubehör. Das haben wir alles schon x-mal hier in den Videos durchgekaut. Sind die Teile auch noch was wert? Also, falls ihr Glück habt und euch eine solche zulegen könnt, weil ihr Grafikkartensammler seid oder vielleicht auch Grafikkartenenthusiast, nennen wir es mal so, dann unbedingt zuschlagen. Zum Gamen reicht es, klar, bis 1440p werdet ihr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr keine Probleme haben. Fragt sich, wie hardwarehungrig Games wie Cyberpunk 2077 sein werden. Man sieht nämlich schon, dass die Fury X in Spielen wie Shadow of the Tomb Raider oder Red Dead Redemption 2 bereits extreme Leistungsdefizite gegenüber anderen Grafikkarten einfach hat. Ansonsten muss ich sagen, ich bin begeistert von dieser Grafikkarte. Ich bin ja eigentlich Nvidia-Verfechter, also so ein bisschen. Ich habe bis jetzt immer nur Nvidia-Karten in meinem Rechner drin, liegt aber auch daran, dass Nvidia nun mal die stärkeren Grafikkarten produziert. Falls ihr euch fragt, warum auch ein solches 2080 Ti-Bashing stattgefunden hat während der Benchmarks, ich bin nicht so ein großer Fan dieser Grafikkarte, weil sie erstens kaum besser ist als eine 1080 Ti, aber doppelt so viel gekostet hat. Selbst gebraucht haben die Karten bis vor kurzem noch über 1000 Euro gekostet. Und das ist einfach eine Frechheit. Und deshalb bedanke ich mich bei Nvidia
dass sie diesen Fehler selbst eingesehen haben und die neuen Karten mit einem sehr viel realistischeren Preis anbieten. Ich hoffe, dass sie diesen Fehler jedoch nicht noch einmal machen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es wieder mal extrem viel Spaß gemacht, eine so geile Karte zu benchmarken und zu reviewen. Ich hoffe, euch hat es eben auch sehr gut gefallen. Falls ja, könnt ihr mir einen Daumen da lassen. Falls nicht, könnt ihr ja disliken. Ansonsten hier auf dem Kanal ein bisschen umschauen. Ich reviewe aber mittlerweile auch andere Sachen, wie zum Beispiel mein SteelSeries QCK Prism Cloth, das extra große Mauspad. Und selbstverständlich reviewen wir auch Games auf diesem Kanal, wie zum Beispiel das Mega-Review zu Star Citizen oder auch Early Access Games, wie zum Beispiel Industries of Titan. Ihr könnt ja mal ein bisschen rumschmökern, falls es euch gefällt, lasst mir halt ein Abo da und vergesst nicht, den Daumen zu zerstören, damit der YouTube-Algorithmus mich als Reviewer auch ein bisschen ernster nimmt. So, wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir hoffentlich eine der neuen 30er-Serie GeForce-Karten reviewen. Ich bin wirklich schon so gespannt auf diese Teile und werde mir definitiv eine kaufen. Bis dahin, man sieht sich and don't forget, join the Legion.